Liebe Freunde der großen und kleinen Bahn, wer die letzte Zeit auf meinem Kanal fleißig geguckt hat, wird dieses Bild kennen. Und zwar ist das war das eine Reaktion auf Thorstens MOBA. Ich hoffe, dass ich jetzt richtig erzählt habe. Und aus diesem Video stammt diese Grafik. Na, Planung Teil 77. Wo er da so ein paar Theorien vom Stapel gelassen hat, die mich dann am Ende dazu bewegt haben, also auch vor allem in der Art und Weise, wie er es präsentiert hat, da eine Reaktion zu machen. Das Video ist allerdings, sehr lang geworden, also das ist über eine Stunde, ich glaube anderthalb Stunden, das hat sich sicher nicht jeder angetan. Und Problem Nummer zwei, weshalb ich heute nochmal drauf zurückkomme, in einer deutlich kürzeren Form, ist, dass mein Reaktionsvideo eine kleine Unzulänglichkeit hat. Weil ich bin hier auf dieses Bild eingegangen. Er hat also hier versucht, Modellbahner, sagen wir mal, zu klassifizieren, also ein bisschen in Schubladen zu stecken. Aus einem Grund, den ich sehr gut nachvollziehen kann. Nämlich mit der Idee, also ich habe unterschiedliche Typen von Modellbahnern und wenn ich jetzt hier irgendwelche Planungen mache, müssen diese Planungen dieser Modellbahner unterschiedlich sein, muss also an diesen Modellbahner angepasst sein. Das ist aus meiner Sicht ein richtiger Gedanke. Was mir nicht so gefallen hat, war, wie gesagt, neben seiner Art und Weise, sich da auszudrücken. Ich würde das Video hier nochmal einblenden. Wer es nicht gesehen hat, kann sich das gerne nochmal antun. Ansonsten möchte ich hier mal versuchen, eine Alternative dazu, zu seiner Sichtweise zu bringen. Das hat nämlich gefehlt. Also ich habe ihn kritisiert, aber ich hatte zu dem Zeitpunkt jetzt keine Alternative. Und das möchte ich gerne nachholen. Wir gehen noch mal ganz kurz darauf ein, was er hier, jetzt muss ich erst mal gucken, ob ich hier eine Maus habe. Ja, das wäre es 16. Also wir haben hier ein Diagramm. Einmal geht es hier, die Tiefgründigkeit oder die, ich weiß nicht mehr, wie er sich ausgedrückt hat. Na, also ich habe jetzt hier, wie tief der Modellbahner jetzt da in den Betrieb eintaucht und dann hat er hier quasi den Spaßfaktor, gering, mittel, hoch. Ihr wisst aber, das habe ich schon oft genug gesagt, dass ich mit dem Begriff Spielbahner und der Spielbahner hat den meisten Spaß, dass ich das so nicht teile. Einfach deshalb, weil wir jetzt alle als Hobby betreiben und wir werden ja nicht gezwungen, uns mit Modellbahn zu beschäftigen. Das heißt also, jeder, der hier erwähnt ist, der Betriebsbahner, der Historiker und der Spielbahner und hier noch der vorbildorientierte Spielbahner, die haben alle Spaß. Ne? Das Problem von dem Diagramm ist, dass es, sagen wir mal, das Problem nicht abbilden kann. Ne? Weil immer dann, wenn ich eine Kombination habe, also beim vorbildorientierten Spielbahner mag das noch gehen, aber wenn ich jetzt Historiker und Betriebsbahner bin, ne, dann passt das irgendwie nicht mehr. Ne? Also in diesem Koordinatensystem ist eben halt nicht alles darstellbar. Deshalb blenden wir das mal wieder aus und schauen uns mal die potenzielle Alternative an. Gut, da würde ich bei einem Fußballfeld beginnen. Wir wollen natürlich jetzt uns nicht über Fußball unterhalten, sondern um Eckfahnen. Na, wir haben dort eine Eckfahne. Und dann haben wir noch eine Eckfahne und dann haben wir noch eine und noch eine. Und um diese Eckfahnen soll es gehen. Fußballfeld, das blenden wir jetzt mal wieder aus. Und ja, und versuchen jetzt mal, jede dieser Eckfahnen nicht jetzt den Modellbahner-Typ zuzuteilen, sondern Dinge, die man als Modellbahner macht. Ne? Also Modellbahntätigkeiten, nennen wir es mal. So, da kommt als erstes das Fahrzeug sammeln. Na,
Also Leute, die Fahrzeuge sammeln, keine eigene Anlage haben, die werden immer mal so, naja, als Schachtelbahner genannt. Ja, ist ein bisschen, ja, ist ein bisschen herabsetzend, ne? Aber eigentlich ist es so mit dem zwinkernden Auge. Also man soll das jetzt auch nicht so ernst nehmen. Es gibt ja auch Leute, die haben die Wohnung voller Vitrinen und haben dort ihre Fahrzeuge. Für einen Fahrzeugsammler eine Anlage zu planen ist jetzt, naja, vielleicht nicht so zielführend, aber es gehört irgendwo dazu. Na, außerdem gibt es ja auch Leute, die Fahrzeuge sammeln, die also schon eine Anlage haben oder sie zumindest planen. Dann haben wir was sehr Wichtiges, nämlich das Basteln und Bauen. Also eine Anlage, es gibt wenige Leute, die können sich das leisten, die lassen dann irgendjemanden kommen und lassen sich die Anlage bauen. Das soll aber auch nicht unser Thema sein. Der Großteil der Modellbahner baut seine Anlage selbst. So, was in das Bauen noch hineingehört, ist so, naja, ich brauche auch eine Elektrik. Und neuerdings, wer also jetzt digital fährt und seine Anlage steuern will mit dem Digitalsystem, muss ja das auch irgendwie machen. Ne? Also das Programmieren ist vielleicht das falsche Wort. Aber naja, irgendwie muss man dann so Einstellungen treffen, dass also dann irgendwelche Züge auch automatisch fahren. Das habe ich hier mal unter Basteln mit hineingenommen. Ja, dann haben wir den Fahrbetrieb. Das müssten theoretisch eigentlich schon wieder zwei Fahnen sein, weil Fahrbetrieb ist ja völlig unterschiedlich. Ne? Also es gibt jetzt die Teppichbahn. Ne? Da wird also Fahrbetrieb gemacht. Es wird Fahrbetrieb gemacht, wo sich der Modellbahner zurücklehnt und seinen Computer machen lässt oder sein Steuerprogramm, der dann quasi, ja, wie draußen in der Natur an der Bahnstrecke guckt, was denn so alles so Schönes vorbeigefahren kommt. Na, also an der Bahnstrecke muss man sich meist überraschen lassen. Zu Hause hat man die Züge selber zusammengestellt. Na, und naja, und weiß also, was einen erwartet. Und dann haben wir hier noch die letzte Gruppe, das ist die Präsentation. Das heißt also, ich habe jetzt eine Anlage gebaut oder ich bin noch am Bauen und präsentiere die jetzt auf irgendeine Art und Weise. Also selbst im Bau kann man ja auf Ausstellung gehen, das mache ich ja andauernd. Ne? Also wenn ich hier begrase, ich kann das, was ich mache oder die fertige Anlage im Internet präsentieren oder manche schaffen es auch in einer Zeitschrift. Also das sind sozusagen jetzt die vier Eckpunkte, zwischen denen wir uns quasi alle bewegen. So, jetzt brauche ich meine Maus wieder. Jetzt kommen wir zu den Typen. Die habe ich jetzt hier allerdings nicht reingeschrieben, sondern die ergeben sich aus den ganzen, naja, aus diesen vier Eckfahnen. Also Fahrzeuge sammeln ist klar. Wer jetzt hier sozusagen irgendwo hier jetzt als Punkt in der Nähe auftaucht, ist ja, der ist halt Schachtelbahner, ne? Manche, die planen dann und malen und das ist vielleicht auch schon ein bisschen bauen, aber es kommt nie zu einer Anlage. Na, es gibt dann Leute, die schnappen sich auf Fahrzeuge, gehen auf eine Ausstellung und fragen dann Aussteller, ob sie dann mal die Fahrzeuge A, B oder C dann mal fahren lassen können oder einen ganzen Zug sogar. Manche sind im Verein, nehmen dann ihre Fahrzeuge mit dem Verein und lassen dann dort fahren. Ne? Das wäre dann quasi irgendwo hier auf der Seite. Ne? Also Fahrzeuge sammeln und Fahrbetrieb. Ne? Also der Punkt, der würde dann hier irgendwie auf der Seite sein. Ja, dann gibt es Leute, die jetzt quasi nur bauen. Na, also Punkt wäre jetzt hier irgendwo in der Nähe. Und vielleicht präsentieren sie auch. Na, also im Internet, ich baue, ich mache Videos, ich mache Bilder, zeige die irgendwo. Wenn ich fertig bin mit der Anlage, dann überlege ich, naja, da ist das und das, das gefällt mir nicht und dies und jenes. Dann baue ich entweder um oder ich reiße alles ab und baue neu. Na. Das mit dem Neubauen, also es gibt da Leute, wo das einfach Prinzip ist. Ne? Also die sind halt so und da muss man jetzt auch nicht, da hilft jetzt auch keine bessere Planung oder so, weil die wollen das auch so.
viele Anlagen, die jetzt abgerissen werden, eben aus dem Grund, weil da irgendwelche Fehler sind, ist aus meiner Sicht vermeidbar, wenn man eine vernünftige Planung macht. Ne? Also hier ist es leider so, man braucht für die Planung auch ein bisschen Erfahrung. Und dann klappt es beim nächsten Mal besser. Allerdings gibt Leute, die dann wirklich weiß ich nicht, alle 2 Jahre bauen und abreißen und bauen und abreißen. Ja, das ist dann immer, wenn dann so die abgerissene Anlage, das tut dann immer so in der Seele weh. Ne? Wenn ich jetzt jemanden habe, der Fahrzeuge sammelt, der bastelt, der Vorbetrieb macht und der Präsentation macht, müsste der hier quasi genau in der Mitte sein. Ne? Also hier ist quasi jeder Typ ist quasi hier in dieser Variante darstellbar. Ne? Ja, das mag jetzt dem einen oder anderen vielleicht zu akademisch vorkommen, aber wie gesagt, die Grundlage hierfür ist einfach, wenn man das versteht, dass es so ist, ne, ist einfach, dass halt verschiedene Leute verschiedene Anlagen brauchen. Ne? Und wenn dann, was weiß ich, in der Gleisplangruppe man sich unterhält und ja, das ist ein toller Plan und der ist spitze und ja, das sieht eben jeder anders. Ne? Das ist vor allem noch dieser Punkt hier unten. Also es gibt eben, wie ich vorhin schon erwähnt habe, es gibt eben Leute, die sich da zurücklehnen. Komischerweise gilt das als spielbarer. Ne? Also die Leute, die den Fahrzeugen zugucken, wie sie fahren, und alles andere macht der Computer, das sind angeblich Spielbahner. Na, sehe ich eben nicht so, weil die eigentlich weniger spielen. Das sind, was weiß ich, das sind Zuschauer. Zuschauer ihrer eigenen Anlage und keine Spielbahner. Na, da gibt es Leute, die spielen viel mehr. Also, wenn so ein Fremo-ähnlicher Betrieb, das ist ja quasi wie ein Rollenspiel. Es gibt Fahrdienstleiter, Lokführer, das muss nicht unbedingt ein Fremo sein, das geht auch zu Hause an der Heimanlage und auch bei einer Anlage quasi mit Kreisbetrieb. Ne? Es gibt, je nachdem, wer gerne ein bisschen rangiert und ein bisschen Abwechslung haben will, der wird dann die Züge eben nicht durchrauschen lassen oder nicht nur durchrauschen lassen, sondern er wird dann auch mal einen Güterzug auseinandernehmen. Ne? Und dann kommen halt ein paar Wagen davon an die Ladestraße und ein paar werden vielleicht zu einem neuen Zug zusammengestellt, der dann auf der Nebenbahn unterwegs ist und dort eben auch, was weiß ich, ein dort vorhandenes Sägewerk oder dann am Endbahnhof dann auch irgendwie dann die Güterwagen an die Ladestraße stellt. Na, und der nächste sammelt es wieder ein und dann geht es wieder los in die ferne Welt, na, mit den Wagen, also quasi in den Schattenbahnhof. Ja, also das ist je nachdem, wie man das gerne möchte, es gibt ja da kein besser oder schlechter. Na, also es ist ja nicht so, dass jetzt der kreative Spielbetrieb jetzt besser ist als alles andere. Wem das nicht gefällt, wer eben da doch lieber Beobachter von seinen fahrenden Zügen ist, das ist ja in Ordnung, aber der braucht dann eben einen anderen Gleisplan. Ja, darauf wollte ich hinaus. Ich hoffe, das ist so erst einmal angekommen. Ich werde dann, wenn ich hier meine Serie, wenn das je was wird, weil da muss ich dann auch wieder viel malen, wenn ich meine Serie Betriebskonzept und Gleisplanungsserie mache, dann werde ich auf dieses Video hier verweisen. Das heißt also, es bleibt wichtig. Ja, und damit wären wir jetzt fast am Ende. Eine Sache habe ich für euch noch. Und zwar ist das, was ich jetzt hier gemacht habe, natürlich nicht, ist ja ein Zwischenstand. Ne? Das ist mehr oder weniger eine spontane Idee. Und das hat auch keinen Anspruch auf die Wahrheit. Ich würde das gerne, wie im letzten Video, auch mit euch diskutieren. Also wenn ihr dazu noch Ideen habt, dann immer raus damit, immer rein in die Kommentare. Ja, und in dem Sinne, einen schönen Abend und macht was draus.